Jo, was geht ab, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich euch ein Sandwich aus dem Konsumarkt testen. Ja, ich werde ihn dann auch dann dementsprechend bewerten. Jo, na dann sehen wir uns gleich beim Test. Ja, bis dann, Leute. Also, Peace, Freunde, jetzt teste ich für euch den Sandwich. Hier steht's. Hier. Das ist ein Salami-Käse-Sandwich hier mit Edamer. Das ist Premium. Habe ich von 1,60 € beim Konsum gekauft. Ja, hier nochmal. Groß 1,60 € halte ich jetzt hier persönlich. Naja, für zwei Sandwiches sogar jetzt vielleicht nicht so teuer. Kennt man ja auch von Bäckereien, kennt man das vielleicht ein bisschen teurer. Ja, und dann wollen wir mal sagen, wollen wir mal vielleicht dann so einen mal probieren. So sieht das Sandwich nochmal von ganz innen aus. Also, ihr seht es schon, hier gibt es eine Käsestreifen. So, dann gibt es hier noch ein paar Salami-Streifen. Dann ist hier noch irgendwas drin. Also, ich nehme mal an, das ist hier. So, zack, seht ihr, hier ist Creme drin. Und dann sieht man hier auf jeden Fall noch sowas wie Paprika oder sowas wie Jalapenos. Ja, also Jalapenos sind ja normalerweise sehr scharf. Ja, also sieht auf jeden Fall lecker aus und ja. Wie ihr schon seht, das ist hier, handelt es sich um ein Vollkorntoast. Hier, das ist ein Vollkorntoast. Ja, und ich probiere ihn einfach mal für euch jetzt mal und ich werde euch dann am Ende sagen, wie das schmeckt. Also, schmecken tut das schon mal sehr fettig. Also, das schmeckt schon mal sehr, naja, sagen wir mal so. Man fühlt auf jeden Fall richtig viel im Mund. Allerdings ist das Sandwich jetzt nicht so scharf. Also ich nehme mal an, das sind jetzt keine Jalapenos drin, sondern wirklich jetzt nur Paprika und Frischkäse. Also alles in allem würde ich einem Sandwich von Skala von 1 bis 10, würde ich dem Sandwich eine stabile 8 geben. Ich meine, wenn man jetzt den Preis anschaut von 1,60, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ja, also ich gebe jetzt auf jeden Fall 8 von 10 Punkten dem Sandwich. Ist stabil. Sehr stabil und lecker. Ja, gönnt euch mal diese Location. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao. Ich euch angeblich den schlechtesten Burger King in Sachsen testen und ich bin darauf echt gespannt und so, und ich finde das echt geil, dass ich einfach mal den schlechtesten Burger King Sachsens teste, so laut Kommentaren und so. So, die meisten Kommentare waren richtig mit einem Stern bewertet und so. Ich möchte mir das jetzt selber mal anschauen, wie es am schlechtesten bewertesten Burger King zugeht. Hier, könnt euch mal. Hier übrigens Mac ist nebenan, das ist richtig, richtig nice. So zwei, einmal Mac ist einmal Burger King, kann ja jeder dann für sich entscheiden, wohin er hier hingehen möchte. Ich befinde mich übrigens in Zwickau. Jo, na dann haut rein, Leute, und bis dahin. Was geht ab, lieben Freunde, und wieder zurück bei mir zu Leidigi. Und zwar, ich war jetzt in dem Burger King und ja, das war die Tüte. Ja, die Tüte voll Geschmack. Ja, ich muss euch leider beichten, ich habe schon zwei von drei Burgern gegessen. Ich bewerte euch jetzt mal ganz kurz den Burger King. Und zwar, der Burger King war eigentlich insoweit in Ordnung. Nur, dass halt dort irgendwie das Personal ein bisschen langsam war. Also das war so, dort war sehr unterschiedliches Personal. Dort war teilweise Personal, was ganz gut und schnell war. Aber dort gab es auch teilweise Personal, was, naja, ich sag mal so, was noch in der Ausbildung war, was beziehungsweise noch geschult werden muss, was noch besser sein könnte, das Personal. Aber ich habe jetzt genau nachgezählt, ich habe 6 Minuten gewartet und ich habe jetzt in der Schlange überhaupt nicht lange gestanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das für einen Burger King okay. Ja, das ist jetzt einer von den Burgern, da einer von den Burgern. Die anderen Burger habe ich jetzt getestet. Das war jetzt ein Hamburger und ein Cheeseburger. Und ich fand den Cheeseburger fand ich ein kleines bisschen kalt. Aber der war genießbar. Also der Cheeseburger war
Der Cheeseburger war zu 50% kalt, aber der war noch genießbar, den konnte man essen, war auch noch ganz schön lecker. Und den Hamburger habe ich auch probiert und das war genauso wie in den Kommentaren. Da stand drin, der war platt gedrückt. Aber ich war, ja, der war schon, meiner war auch ein bisschen platt gedrückt, aber der hat trotzdem geschmeckt. Und ja, alles war dabei, was in so einem Hamburger ja drin sein sollte. Und jetzt, ja, verzehre ich nochmal schnell meinen Chicken Burger und ich hoffe mal, der wird genauso gut sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Hater, die schlechte Kommentare zu dem Burger King geschrieben haben, wohlgemerkt zum schlechtesten Burger King Deutschlands, zum schlechtesten Burger King Sachsens. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen zu den Hatern, also ihr hattet auf jeden Fall Unrecht. Also ihr hättet ruhig bessere Bewertungen schreiben sollen, denn so schlecht war jetzt der Burger King auch nicht. Also wenn ich jetzt ein User wäre, dann würde ich jetzt keinen 1 Stern von 5 Sternen geben, also jetzt nicht das schlechteste, sondern ich würde jetzt, ja, ich denke mal, eine stabile 3 geben, 3 Sterne geben, weil, ja. Es, natürlich gab es noch ein paar Verbesserungsvorschläge, Verbesserungswünsche meinerseits, aber der Burger King war jetzt auch Standard. Na gut, das war's jetzt auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag, bis die Tage. Euer Vladi Digi Schulti Broti.